sagt der eine zum anderen am Stammtisch, sagt der, du, bin ich froh, jetzt habe ich endlich für meine Frau einen Satz Golfschläger gekriegt. Sagt der andere, ein super Tausch. Wir wissen, die IS und so weiter. Gut, das Flugzeug wird entführt. Und weil die, die jetzt Lesegeld zahlen wollen, die wollen da nicht drauf eingehen. Und dann sagt dann der Entführer, jetzt muss ich dann meine erste Geisel da schießen. Und dann rennt auch der Jungs Weiberleit zu und sagt, wie heißt denn du? Ja, ich heiße Elke. Mein Elke, sagt er. Elke hat meine verstorbene Frau geheißen. Nein, also du darfst leben. Dann geht er auf ein Jungs Mannsbett zu und sagt, nun, wie heißt du? Mei, hat er gesagt, ich bin eigentlich der Peter, aber alle meine Freunde nennen mich Elke. Der Gaudenz hat gesagt, das kann nicht sein, dass wir dann den ganzen auf Nacht im Fressnapf voneinander hängen. Jetzt machen wir wirklich mal einen gescheiten Ausflug. Einen gescheiten Ausflug. Sagt's mal einen Wochenendausflug. Dann hat er gesagt, was hältst du denn von Sauna Edermann? Dann hat er gesagt, nein, zu heiß, viel zu heiß. Therme, Erding, nein, viel zu nass. Das ist viel zu nass. Skifahren in Salzelden, nein, das ist zu kalt. Viel zu kalt. Hofwirt, den Oberdeisendorf, nein, das ist zweit, viel zweit. Fahren wir nach Anger, machen wir Radeltour nach Anger, nein, viel zu gefährlich. Dann haben sie sich von Freitagmittag bis Sonntag auf Nacht in der alten Post ordentlich weitergeguckt. Ja, ordentlich weitergeguckt. Und wir sind am Sonntag auf Nacht, haben sie sich dann wieder zugeguckt an einem Stammtisch. Dann hat der Brutzer eigentlich gesagt, ach, oh, bin ich froh, dass ich wieder daheim bin. Der erste heidnische Brauch, der den Winter vertreiben soll, das ist ja der Fasching, oder besser gesagt, der Faschingszug, oder besser gesagt, ein homöopathisches Faschingszüglein. Früher war das so, da hast du für 2 Euro, 2 Stunden lang, Fußgruppen und große Traggang gesehen, und wenn du viel Glück gehabt hast, dann haben von den Wegen nicht nur die Gürtel, sondern ab und zu ist auch so ein kleines Besuch ans Hüttenbirscherl runtergefallen. Ja, und das war noch lustig. Bilanz war 1 Euro pro Stunde Faschingszug. Jetzt kostet der Faschingszug 2,50 Euro und dauert 25 Minuten. Das macht 6 Euro pro Stunde Faschingszug. Ha 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 ha